begrüße alle unsere Zuschauer rund um den Erdball. Ich bin mir sicher, die sind genauso gespannt auf diese Partie wie ich. Wir müssen uns nur noch kurz gedulden, bis die Spieler auflaufen. Danach kann es endlich losgehen. Hallo zusammen, ich bin Marco Hagemann und das ist Hansi Küpper. Hallo Hansi. Marco, ich grüße dich. Aber er macht den Ball trotzdem nicht rein. Ab in den 16er damit. Tor für Schottland! Was für eine Granate, wie er den reinballert. Du musst richtig heiß, du musst richtig geil sein auf den Treffer. Dann machst du so ein Tor. Besser kann man nicht aus den Startlöchern kommen. Gute Defensivarbeit des Gegners, gleichzeitig aber auch ein unausgegorener Spielaufbau. Fast logisch, dass sie nicht weiter nach vorne kommen als bis zur Mitte des Spielfelds. Versucht die Gasse zu finden. Das ist die Möglichkeit. Der Ball ist im Netz. Also über den Unterhaltungswert dürfen wir uns an diesem Tag wirklich nicht beklagen. Das ist der Ausgleich. Alles wieder offen. Einfach überwältigen. Da hätte sich der Torwart die Finger verbrannt. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Komplett von vorne los. Das ist die Strafe. Das kommt davon, wenn man sich beim Jubeln verausgabt. Er rutscht voll rein.
Guter Ballvortrag. Was wohl als nächstes kommt? Jetzt versucht er Raum zu gewinnen. Ein langer Ball. Ja, er liebt ja diese 1:1-Situationen gegen die Verteidiger. Das hätten sie sich doch denken können. Puh, da wird er abgeräumt. Und dafür bekommt er die Quittung. Gelb. Und die Hereingabe. Keines der beiden Teams schafft es derzeit, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Und um ein Haar hätten sie dafür die Quittung bekommen. Vorbei, wenn auch nur um Haaresbreite. Ein ganz klein wenig verzogen, wirklich Pech gehabt. Er geht zum Torhüter. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Rüber, nach rechts. Gut aufgepasst, das war notwendig. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Irgendwie haben sie es geschafft, ungeschoren davonzukommen. Kommt nach Hause. Unglaublich, dass daraus nichts geworden ist. Richtig Schwein gehabt. Er steckt ihn durch. Ab in Richtung Tor. Ein Volleyschuss. Oh je, die steht da hinten aber mit sehr viel Gottvertrauen. Da hat er geahnt, wo der Ball hinkommt und er hat ihn sich erobert. Schöner Gegenangriff, nur der Abschluss, der stimmt noch nicht. Gefahr vorerst gebannt. Langer Ball in den freien Raum. Das war wichtig, dass er da gerade noch angekommen ist. Sonst wäre es gefährlich geworden. Der hat es nicht ganz geschafft. Was für ein Schuss! Ballbesitz bis zum geht nicht mehr. Am Ende springt nichts für sie heraus. Fünf Minuten bis zum Ende der ersten Hälfte. Der kommt richtig lang. Der wird eine Zeit lang brauchen, bis er wieder runterkommt. Siegtorsson.
Ball und sie bekommen hier den Freistoß. Vollkommen richtige Entscheidung, das ist eine gelbe Karte. Sie schlagen ihn nach vorn. Freunde, das ist ja gemeingefährlich. Das war's, Halbzeit. Ein Tor auf jeder Seite, es steht immer noch unentschieden. Und die zweite Hälfte läuft. Und aufs Tor. Keine echte Gefahr für den Kasten. Das war die einzige Möglichkeit. Gewaltschuss aus der Distanz. Er kommt auf der linken Seite gut durch, aber da sind zu wenig Anspielstationen. Damit ist die Gefahr fürs Erste gebannt. Starke Ballkontrolle. Jetzt ist Übersicht gefragt. Ist das ein langer Ball? Beherzte Aktion des Torhüters. Er hat gewusst, dass er dahin muss. Und da packt er die Ein Foul war es. Überhaupt keine Diskussion. Der kommt weit nach vorn. Am Ende wurden sie vom Gegner eingeschnürt und fanden keinen Ausweg mehr. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Was für ein Getümmel. Ich bin mir ziemlich sicher, da gab es einfach kein Durchkommen. Und direkt in die Sturmspitze. Er treibt das Spiel voran. Wenn dabei aber was rausspringen soll, muss es schon etwas mehr Eigensinn sein. Sehr gut antizipiert. Er geht da im richtigen Moment rein. Die Blutgrätsche kommt nach Hause. Und rüber auf den Flügel. Er bringt ihn flach rein. Rausgeschlagen. Schottland greift immer noch nicht auf die Bank zurück. Und er macht sich den Weg frei. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Sigthorsson. Wirklich wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Durch die Abwehr. Hier viel Glück, da wäre eigentlich ein Tor fällig gewesen. Versucht die Gasse zu finden. Im Nachsetzen. Was für eine Chance, den habe ich ja schon drin gesehen. Gegen eins, die Chance. Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorne. Tor für Schottland! War es das für Sie? Da reißt er noch die Arme in die Höhe, aber der Torwart hatte keine Chance bei diesem Lupfer. Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Das ist die Führung. Ein Pass auf den Flügel. Ob er nach innen zieht, da kriegt er den Ball. Jetzt ist er drin!
gut wie draußen. Und jetzt diese unerwartete Wendung. Die Hintermannschaft war dicht gestaffelt. Genau das war das Problem. Deswegen hat er... Das war ein klares Foul. Das Team sorgt sich um den Mitspieler, der immer noch am Boden liegt. Weit raus aus dem Gefahrenbereich. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Abgefangen. Gut gemacht. Sigthorsson. Er kommt auf der linken Seite gut durch, aber da sind zu wenig Anspielstationen. Und die Möglichkeit? Nein, der kommt nicht an. Er spielt die Kugel rüber nach rechts. Ein langer Ball nach vorne. Die Tür ist sperrangelweit offen. Tor für Schottland! Ist das die Entscheidung gewesen? So eine Einladung möchte ich auch mal gerne bekommen. Formulieren wir es positiv. Das haben sie schön herausgespielt. Formulieren wir es negativ. Wieso kommt der so frei zum Abschluss? Du brauchst hier wirklich starke Nerven, aber halten die Nerven auch die letzten Minuten? Langer Ball in den freien Raum. Wo ist nur die Verteidigung? Das war absolut überflüssig, wie er da reingeht. Elfmeter, Logo. Es gibt Strafstoß. Es war ein eindeutiges Foul. Gut gesehen vom Unparteiischen. Die ideale Situation für ein weiteres Tor. Der den denn hin? Also eine viel bessere Möglichkeit als einen Elfmeter kann man nicht bekommen. Richtig schlecht geschossen, den muss er eigentlich verwandeln. Das ist ein Foul. Freunde, das ist ja gemeingefährlich. Schottland muss jetzt nur noch das Ergebnis über die... Es war ein Foul, gar keine Frage. Abpfiff, das Spiel ist beendet. Sicher hätten sie gerne noch das ein oder andere Tor geschossen, aber am Ende haben sie diesen knappen Vorsprung über die Zeit gerettet. Sie haben den Sieg eingefahren, sie haben knapp gewonnen und das, weil sie wirklich vor allem durch die Mitte brillant gespielt haben. Das war unser Live-Bericht. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Hansi Küpper.